Mein Name ist Gerd von Kuhnhardt. Ich werde in 3 Monaten 74 Jahre alt und bin exakt vor 3 Monaten an der rechten Hüfte operiert worden. Das heißt, ich habe eine Endoprothesenoperation hinter mir. Schon bei der Aufnahme beim Professor, bei der Anamnese, hat er einen außerordentlichen Gesundheitszustand an mir festgestellt. Und ich konnte ihm schon damals sagen, das kommt daher, dass ich täglich auf dem Bellicon trainiere. Und tatsächlich ist es so gewesen, dass er am Tage der Operation abends an mein Bett kam und gesagt hat, Sie haben eine außergewöhnliche Kondition. Sie haben die Muskeln eines 30-Jährigen und die Knochendichte eines 30-Jährigen. Die Endoprothese sitzt bombenfest, die wird nie mehr wackeln. Da war ich natürlich froh und habe entsprechend alle therapeutischen Anweisungen mit Freude im Krankenhaus mitgemacht. Am 5. Tage fragte ich dann den Professor Dufek, was wollen Sie mit mir hier in Ihrer Klinik noch machen? Und da hat er gesagt, Sie sind in einem so guten Zustand, wenn Sie wollen, können Sie morgen nach Hause gehen. Das habe ich dann gemacht. Dort habe ich meine verordneten Gehhilfen weggestellt und bin sofort ganz normal in mein tägliches Leben eingetreten, aber natürlich mit einem gezielten Training. Das beste Training, was ich selber gemacht habe mein ganzes Leben lang und was ich allen empfehle, ist es, 15 Minuten auf dem Bellicon zu trainieren. Ich werde Ihnen gleich zeigen, wie ich das mache, jeden Tag. Ich habe dort angefangen mit 3, 4, 5 Minuten am Anfang, so am 6., 7., 8. Tage nach der Operation und das dann immer mehr gesteigert, bis ich schließlich wieder auf meine altgewohnten 15 Minuten morgens nach dem Aufstehen gekommen bin. So ist es gekommen, dass ich nach 4 Wochen nach der Operation völlig im Lot schon gehen konnte und meine Nachbarn nicht mehr erkennen konnten, dass ich operiert worden bin und es im Übrigen keiner geglaubt hat, weil er gar nichts gesehen hat. Eine ganz erstaunliche Geschichte und ich bin natürlich froh und zuversichtlich gewesen und habe umso mehr trainiert, je besser alles gelungen ist. Natürlich habe ich dann auch das kombiniert mit meinem Lauftraining, das will ich nicht verhehlen. Das heißt, ich habe also jeden zweiten Tag auch noch ein kleines Lauftraining dazu gemacht. Aber die Kombination zwischen dem Bellicon und dem Laufen ist es, die meine Fitness erklärt. Vor 14 Tagen habe ich meinen ersten Orientierungslauf wieder mitgemacht und keinerlei Nachwirkungen gehabt. Ich will Ihnen jetzt zeigen, wie ich jeden Tag auf dem Bellicon trainiere.